gut, ne? Darf ich euch alle recht herzlich willkommen heißen zur offiziellen Präsentation von Miroslav Klose als neuem Cheftrainer in Altach. Herzlich willkommen in Altach, Miro. Heute am Podium Geschäftsführer Christoph Lengle, sportliche Leiter Werner Grabherr und Cheftrainer Miroslav Klose. Christoph, darf dich gleich um die Einleitung bitten. Sehr gerne, vielen Dank, Manuel. Ja, ein herzliches Hallo an alle Medienvertreter. Im Namen des SC Altach möchte ich ebenfalls nochmals ganz offiziell unseren neuen Cheftrainer Miroslav Klose und auch den Co-Trainer Slaven Skelecic, er war vorher noch kurz da, begrüßen, ist da hinten. Ja, wir sind sehr glücklich und stolz, dass wir die beiden für den SC Altach gewinnen haben können. Ich denke, es ist eine Aufwertung für uns als Club, für die Region und auch für die österreichische Fußball-Bundesliga, wenn zwei solche Leute nach Österreich kommen. Warum Miroslav Klose, um das vorwegzunehmen? Auf den ersten Blick scheint es vielleicht für manche einen nicht passend zu sein, vielleicht sogar ein Stück weit abstrus, denn die Flughöhe, auf der sich der Miroslav bewegt und der SC Altach bewegt, sind doch ein Stück weit unterschiedlich. Bei genauerem Betrachten, beziehungsweise auf den zweiten Blick, denke ich aber, beziehungsweise sind wir überzeugt, findet man sehr, sehr viele Parallelen zwischen ihm und uns. Miro ist ein sehr ehrlicher, ein sehr bodenständiger und ein sehr harter Arbeiter. Uns wurde auf dem Weg in die Bundesliga auch nichts geschenkt. Wir sind ein 7000 Einwohnerdorf, das jetzt mittlerweile in die 9. Saison in der höchsten Spielklasse am Stück geht und in die 12. Bundesliga-Saison. Und ich denke, das ist für ein Dorf in dieser Größenordnung oder für einen Club, der aus so einem Dorf kommt, alles andere wie selbstverständlich. Das Ganze war nur mit ehrlicher, mit harter, mit seriöser Arbeit möglich. In den Gesprächen mit Miro, mit seinem Berater natürlich auch, haben wir dann die tiefe Überzeugung gewonnen, dass es passt. Und dass die Wertewelt, für die der Miro steht, nahezu ident ist mit der Wertewelt beim SC Altach. Ich denke, dass jedem da herinnen im Raum klar ist, dass der Miro nicht wegen des Geldes nach Altach gekommen ist, sondern dass da andere Gründe und Motive die Triebfeder waren. Durch seine Verpflichtung ist jetzt zweifelsohne sehr viel Euphorie in den Club gekommen und entstanden. Trotzdem werden wir jetzt nicht beginnen, Luftschlösser zu bauen, nur weil der Miro und das Slaven dazugekommen sind. Wir haben eine sehr, sehr harte Saison hinter uns. Wir mussten leiden praktisch bis zur letzten Minute, damit wir den Klassenerhalt geschafft haben. Und diese Saison hat natürlich auch gewisse Spuren hinterlassen und das ist nicht von heute auf morgen wegzuwischen. Wir wollen und werden uns jedoch verstärken, aber es wird keiner von Miro und seinem Trainerteam verlangen, dass wir jetzt in die Top 6 müssen. Die entstandene Euphorie möchte damit keinesfalls unterdrücken, denn sie macht natürlich auch uns allen im Club Lust. Der SC Altach wird seinen Weg konsequent weiterverfolgen. Wir haben immer von einer Gesamtstrategie gesprochen. Unsere Präsidenten, die Gremien, die Mitarbeiter und die Funktionäre freuen sich alle total und sind hochmotiviert, weil Miro und Slaven den Weg jetzt mit uns zusammengehen.
Das Feedback und die Wertschätzung, die wir von den beiden bekommen haben, geben uns definitiv viel Kraft und Power für die kommenden Aufgaben. Schlussendlich hat es sich gelohnt, den Mut aufzubringen, über den Tellerrand hinwegzuschauen und die Person Miro Klose zu kontaktieren. Es gibt ja immer viele, die meinen, der SC Alter ist zu wenig mutig oder wir investieren nur in Steine und zu wenig in Beine, zu viel in Strukturen und Visionen. Jenen möchte ich im Endeffekt sagen, ich bin überzeugt, wenn wir das alles nicht gemacht hätten und diesen Plan in der Vergangenheit konsequent so verfolgt hätten, wird der Miro, glaube ich, heute nicht hier sitzen. Wir haben uns schlussendlich zu einer attraktiven Adresse entwickelt und mit dem Miro wird der Club sicher ein Stück weit größer werden, auch in der Zukunft. Das ist von meiner Seite, ich sage vielen Dank, ich möchte das Wort an den Werner übergeben. Der Werner war hauptverantwortlich und federführend für die Gespräche mit dem Miro und an der Stelle möchte ich mich auch bei ihm im Namen vom Club bedanken, dass wir das Ganze dann schlussendlich auch über die Ziellinie bringen haben können. Danke, Christoph. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und vielen Dank vor allem fürs zahlreiche Erscheinen. Ja, es freut mich sehr, dass wir heute mit Miroslav Klose unseren Cheftrainer vorstellen dürfen, dass wir ihn euch präsentieren können, gemeinsam mit seinem Co-Trainer Slaven Skelicic. Und ja, bin absolut überzeugt davon, dass er als Mensch, aber vor allem als Cheftrainer perfekt zum Club passt. Der SC Alltag hat sich in den letzten Jahren schon irgendwo zu einer sehr, sehr guten Adresse entwickelt. Vor allem auch durch das Umfeld, das wir hier geschaffen haben. Und es hat sich nicht nur auf der Spielerebene herumgesprochen, sondern mittlerweile findet das ganze Umfeld, das hier vorzufinden ist, auch auf der Trainer- oder im Trainersektor seinen Anklang. Und das freut mich umso mehr, dass mit Miroslav jemand dazukommt, der mit mir gemeinsam diese Professionalisierung, vor allem auch im Bereich der Individualisierung, vorantreiben wird, die Verantwortung im Tagesgeschäft übernehmen wird und mit uns gemeinsam in den nächsten Wochen und Monaten wieder versuchen wird, gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich Fußball zu spielen. Ich denke, wenn ich es nicht selber mache, wird die Frage im Nachgang kommen, warum dieser Prozess so lange gedauert hat. Ja, er hat gedauert. Das wäre heute ziemlich einfach zu sagen, dass gute Entscheidungen Zeit brauchen. Es war definitiv so, dass der Prozess uns gefordert hat und da möchte ich einfach auch nicht vergessen lassen, dass wir mit dem Saisonende, mit dem letzten Heimspiel eine Situation hatten, das unglaublich viel Druck abfallen ließ. Und am Tag danach der Ludovic Manieur dann vor uns gesessen ist und gesagt hat, dass er die Klausel im Vertrag nützen möchte und uns verlassen wird. Das war dann der Anstoß natürlich nach einem sehr intensiven Finale, uns wieder auf dem Trainermarkt zu bewegen, dort nach einer nächsten Lösung, einer guten Lösung zu suchen. Und wir haben uns dann zu Beginn sehr intensiv mit dem österreichischen Markt auseinandergesetzt, mussten dann aber, wo wir keinen der Kandidaten ins Ziel gebracht haben, dann einfach auch über den Tellerrand hinaus. Und für uns ist es nicht so, dass die große Hürde nach Deutschland oder in die Schweiz zu blicken, weil wir sehr nahe dran sind. Und dann hat dieser Prozess nochmals begonnen und ich war dann sehr, sehr froh, wo dieser Kontakt zustande gekommen ist, wo der Miroslav und ich uns dann über den SC Alltag austauschen konnten, vor allem über seine Situation und seine Vorstellungen, wie er in Zukunft seine Trainerstation denkt, wie er sie sich vorstellt, was das Fundament bilden soll, die Bedingungen, die hier vorherrschen müssen. Und da sind wir dann Step by Step in diese Gespräche auch immer mehr in die Tiefe gekommen. Der Kontakt selber bzw. persönlich hat es vorher keine Berührungspunkte gegeben. Allerdings war er mir als Trainer etwas geläufiger, weil ich damals in meiner Auszeit 2019 öfters auch im Campus bei den Bayern zu Besuch war und dort viele Spiele, Trainingseinheiten auch geschaut habe und deshalb war er mir als Trainer bekannt und ich habe dann in den letzten Wochen mit Jochen Sauer, mit dem Campusleiter, das Gespräch gesucht, mich sehr intensiv mit ihm über diese Idee unterhalten und am Ende war auch der Jochen der uns dann verknüpft hat und alles andere hat dann Fahrt aufgenommen. Wir haben sehr intensive Gespräche geführt, am Anfang noch virtuell und dann Step by Step dann auch persönlich hier vor Ort und haben uns dann über die
die mögliche gemeinsame Zukunft auseinandergesetzt. Meiner Meinung nach bekommen wir mit Miroslav Klose einen Trainer, der für sehr aktive Spielidee steht, der sehr genau und sehr intensiv auf Prinzipien aufbaut, der ja, so gesagt auch eine gewisse Flexibilität somit auch schützt, mit sich bringt. Und das ist für uns hier im Alltag ein sehr, sehr wichtiges Thema, wenn es darum geht, vielleicht dann mal gegen die größeren Clubs auch für Überraschungen sorgen zu können. Miroslav selber wird uns ja, gemeinsam mit dem Staff, der auch in der Saison wieder gewachsen ist, versuchen, diese Mannschaft wieder auf Vordermann zu bringen bis zum Saisonstart und dann natürlich mit der ersten Runde auch konkurrenzfähig zu sein. Ich denke, auf dem Rasen gewinnen wir definitiv einen Siegertypen. Das hat er in seiner Karriere vorgezeigt, aber das war mir auch schon bewusst, wo wir über diese Mannschaft gesprochen haben, über das tägliche Training, über die Idee, die er umsetzen möchte. Hier im Campus mit seiner Persönlichkeit als Mensch ist er für uns im Club ein absoluter Gewinn. Und deshalb, Miroslav, freue ich mich, dass du die Aufgabe annimmst, diese Herausforderung gemeinsam mit uns hier den nächsten Step zu machen. Und auf diesem Weg alles Gute. Und jetzt spiele ich dir gerne diesen Ball zu, damit du von deiner Seite auch ein paar einleitende Worte sagen kannst. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Dankeschön an Christoph und Werner für die netten Worte und die Einleitung. Ich bin hier und ich freue mich unheimlich. Also wir hatten wirklich viele intensive Gespräche und da hatte ich wirklich das Gefühl, wenn Professionalisierung angesprochen wird, dass ich hier richtig bin. Und ich möchte als Trainer Spaß, Freude den Spielern vermitteln und das Gefühl haben, dass wir uns täglich im Training verbessern wollen. Ja, sei es im Training, sei es in den Spielen, dass wir da unsere Schritte machen. Ja, das Gefühl brauche ich als Trainer, bin ich guter Dinge, ich habe viele, viele Sachen gesehen. Heute, Gott sei Dank, endlich angekommen, mit der Mannschaft trainiert und bin voller Vorfreude. Bin sehr positiv aufgenommen worden, ein Riesengefühl, einfach nur Bestätigung bekommen. Für das, was wir gesprochen haben, ist es genauso eingetreten. Sehr offenes Team, kommunikatives, da liegt auch meine Stärke. Darf ich mich bei euch bedanken und den Ball an die Journalisten weiterspielen. Wer eine Frage hat, bitte Handzeichen und kurz meinen Namen vorstellen, bitte. Thomas König, ORF. Hallo Miro. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Freut uns alle, glaube ich, ein Gespräch für alle Kollegen. Vielleicht kann es noch ein paar Einblicke geben, was für Sie schlussendlich ausschlaggebend war, nach Österreich zu einem eher kleineren, aber doch Bundesligisten zu gehen und dort sozusagen als Cheftrainer Spuren. Also wenn ich ehrlich bin, ich darf arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Das habe ich gestern gehört. Und wenn man sich hier umschaut, ist es tatsächlich so. Also ein wunderschönes Gebäude, super Verhältnisse, um in Ruhe arbeiten zu können. Aber ausschlaggebend waren wirklich die Gespräche. Für mich ist die Vision, wo der Club hin möchte, wo der Club hergekommen ist. Das ist für mich wichtig. Professionalisierung habe ich angesprochen. Das sind so Schritte, die wir gemeinsam machen wollen. Weil es steht jetzt dieses neue Wir, was ich den Spielern auch vorleben möchte. Ja, wir müssen das gemeinsam machen. Ja, weil ich bin nur außen, die Spieler spielen letztendlich. Und wenn wir alle das Gefühl haben, dass wir uns zusammen Schritt für Schritt in die richtige Richtung bewegen, was in den Gesprächen schon war und jetzt kommt das nach und nach im Training, davon bin ich überzeugt, dass wir recht schnell auch nach vorne kommen werden. Aber ich will nichts überstürzen. Ich weiß, dass da viel und harte Arbeit vor uns liegt und auf die ich mich sehr freue. Heute früh habe ich die Mannschaft das erste Mal gesehen, natürlich im Vorfeld in den Gesprächen. Man zeigt dem Werner so ein bisschen die Spielphilosophie und trägt was vor. Dann macht man sich ein zweites Bild, man setzt sich das zweite Mal zusammen und natürlich macht man sich auch Gedanken über die Mannschaft, das ist ganz klar. Ich habe viele positive Sachen gesehen. Das ist für mich unheimlich wichtig, dass die Mannschaft Herz
und Leidenschaft zeigt. Und Grundvoraussetzung ist für mich, dass wir miteinander kommunizieren. Spaß, Freude habe ich angesprochen, ja, aber dass wir uns durch diese Prinzipien, Kriterien, wo ich in meiner Philosophie habe, dass wir uns Stück für Stück alles erarbeiten müssen. Ja. Es wird ein harter Weg sein, aber ich bin da, um die nächsten Schritte zu gehen, und das mache ich sehr gerne. Übernehme ich. Was die Kaderplanung, die Zusammenstellung des Kaders betrifft, sind wir mittendrin im Austausch. Klar ist auch, dass wir mit der Cheftrainerverpflichtung nun auch die Spielanlage setzen können. Das war mir sehr wichtig, weil einfach vor allem im offensiven Bereich vieles davon abhängen wird. Und deshalb ja, werden die nächsten Neuverpflichtungen bestimmt mit dem Cheftrainer gemeinsam getätigt. Wir sind aber, das haben wir in den letzten zwei Wochen auch immer wieder angemerkt, vorbereitet, was die Transferperiode betrifft, und deshalb werden wir in den nächsten Tagen und Wochen bestimmt die ein oder andere Verstärkung noch transferieren, um bis zum Saisonstart dann auch perfekt vorbereitet zu sein. Da kann ich mich nur anschließen. Ich habe es angesprochen, Gemeinschaft, natürlich geht es nicht ohne den Trainer, und wir werden da alle drüber schauen, und letztendlich werden wir das zusammen entscheiden, wenn wir ein gutes Gefühl haben. Weiter zurück, nimm uns bitte mit in deine Welt, wie du das erste Mal gehört hast vom SC Altach. Was waren da deine Überlegungen? Also Überlegungen, ich war im Urlaub, und der Werner hat es ja schon gesagt, Kontakt kam über Jochen Sauer, habe ich ihm geschrieben, natürlich kann der Werner sich melden, da haben wir das erste Mal telefonisch Kontakt gehabt, und dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen mit dem Verein zu beschäftigen, mit der Mannschaft, und mir war sofort klar, dass ich mit Werner an einem Tisch muss, weil irgendwo durch Telefon ist es schwer. Bin vom Urlaub gelandet, das war vor einer Woche, Montag, und ich war dann Dienstag sofort hier, und da haben wir uns ausgetauscht, also wirklich viel, viel Zeit auch genommen, weil intensiver in Sachen reingegangen, wie sind die Vorstellungen, passt das? Und ich bin immer ehrlich, und ich hatte da ein super Gefühl. Das Gefühl, was ich auch brauche, um zu merken, hier bin ich richtig. Hier wollen die Leute, dass was entsteht, ja, und ich möchte da dazu beitragen. Und so bin ich als Typ, ja, und ich unterstütze und helfe sehr gerne, und habe die Möglichkeit dann bekommen, hier Trainer zu sein, und das ist für mich fantastisch. Habe ich nicht. Ich habe es dem Werner auch mal gesagt und dem Christoph gestern erwähnt. Ich bin so einer, ich will mir grundsätzlich selbst ein Bild machen. Ja, es wird jetzt, die nächsten Tage wird es sicherlich zum Kontakt mit dem Ludo kommen. Aber so der erste Eindruck, ich will nicht so fremdgesteuert sein, sondern den möchte ich machen. Ja, den möchte ich machen, ohne irgendwelche Sätze schon zu hören oder irgendwelche Beurteilungen über Spieler, Staff etc. Das habe ich mir heute gemacht, da lasse ich noch 2-3 Tage ins Land gehen, und dann werde ich mich irgendwann beim Ludo melden, was für mich selbstverständlich ist. Zweite Frage, Sie haben sozusagen den Eintrag in den Geschichtsbüchern über Ihre Tore erfahren. Wie wollen Sie denn spielen lassen als Trainer? Also Spielphilosophie möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster legen. Ich möchte das erst mit der Mannschaft durchgehen. Ich habe eine klare Vorstellung, aber grundsätzlich wird für mich wichtig sein, dass die Fans nach Hause gehen und das Spielfeld, wir die Mannschaft, das Spielfeld verlassen, die Fans gehen nach Hause, und die müssen sehen, dass SCR Altach alles gegeben hat. Ja, dass wir mit den Fans zusammen die nächsten Schritte erarbeiten. Ja, es ist ein Prozess im Fußball, und es wird nicht immer alles positiv sein, aber der Prozess ist wichtig, ja, dass wir Schritt für Schritt diese Dinge auch umsetzen, wir uns vornehmen, und die Zuschauer müssen zufrieden
nach Hause gehen. Das ist mir wichtig, da liegt mein Fokus drauf und dann bin ich davon überzeugt, dass auch in der Mannschaft hier eine Dynamik entsteht, ja, und ein Zusammenhalt, wo uns dann pushen kann, ja, und das ist, da liegt mein Fokus drauf. Alter, wie ist jetzt deine erste Trainerstation als Cheftrainer? Wie sehr setzt du dich da unter Selbstdruck, erfolgreich zu sein? Also man sieht, dass sie mich noch nicht so richtig kennt. Ich setze mich sehr unter Druck. Ja, ich habe klare Vorstellungen, nur es ist auch klar, ich muss mich da anpassen. Ja, ich muss da ein bisschen von meinen Erwartungen wahrscheinlich runtergehen. Ich weiß, wo ich hin möchte und da spielt die Zeit keine Rolle. Ich habe diese Schritte angesprochen, vielleicht auf die nächste Stufe die Mannschaft bringen, aber das muss alles im Training erarbeitet werden. Wie schnell geht das? Manche Prozesse dauern sehr, sehr lange und da gebe ich mir absolut auch die Zeit. Sie haben ja mit Hansi Flick zusammengearbeitet. Inwiefern konnte er Ihnen auch Inspiration nehmen? Oder was nimmt es ein bisschen mit aus der Zeit mit Hansi Flick? Ich finde das einen fantastischen Trainer. Also was ich mitnehme, ich habe so viele Sachen gelernt von ihm. Wie er mit Spielern umgegangen ist, dieser menschliche Teil, was die Taktik angeht, Reaktion, Trainingsphilosophie, also da so viel Zeit haben wir gar nicht, dass ich da alles nenne, was ich unter ihm gelernt habe. Also das Umgang mit Spielern etc., wie wichtig ihm das war, wann er eingegriffen hat, was ihm wichtig war. Also da sind wirklich viele, viele Dinge, die ich auch werde versuchen umzusetzen. Was haben Sie denn eigentlich schon im Vorfeld vom österreichischen Fußball, vom Clubfußball vor allem gewusst, Salzburg natürlich, nicht nur mit der Art und Weise, wie man dort spielt, sondern auch mit den Champions League Auftritten, aber haben Sie auch ein bisschen gewusst, was sozusagen in der Stufe darunter läuft? Also ich hab schon das eine oder andere Spiel gesehen, ist schon vielleicht ein bisschen länger her, aber ich habe die Spiele schon verfolgt. Glücklicherweise ist das so nach der Bundesliga der Slot, wo man dann auch die Spiele schauen kann. Und ich war schon immer Fußball begeistert und habe immer ganz viele Spiele, die laufen, auch geschaut. Aber um mir letztendlich einen großen Eindruck zu machen, dafür brauche ich Zeit. Also es wird jetzt peu à peu kommen und wenn wir die gegnerischen Mannschaften anschauen, welche Taktik die spielen, also da habe ich schon ein paar Sachen vorbereitet, wo ich dann Stück für Stück abarbeite. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt täglich da am Handy schaut und es ist immer noch dabei geblieben, dass ich außer WhatsApp nichts habe, also kein Instagram, Facebook etc. Also dabei ist es geblieben und deswegen heutzutage gehört das ja irgendwo dazu, aber ich bin da jetzt, sage ich mal, wenig informiert. Die Leute, die mich beliefern mit Informationen, sei es meine Kinder, meine Familie, die haben mir ein paar Reaktionen aus Alltag gezeigt und auch die Reaktionen aus Deutschland, aber grundsätzlich ist mir wichtig, dass ich mich auf die Aufgaben konzentriere, wo ich was bewegen kann und das andere kann ich nicht steuern. Es ist natürlich schön zu hören, dass ich hier sehr willkommen bin und bin auch, das was ich erwähnt habe, sehr herzlich aufgenommen worden, aber jetzt geht die Arbeit für mich jetzt richtig los. Gibt es nicht und wird es auch nicht geben. Aber schön, dass Sie fragen. Vielleicht noch ganz kurz, Sie sind neu
zum Saisonstart für Sie dann vielleicht auch ein klares Ziel gegeben, eine Platzierung, Punkte oder irgendetwas, wo man es deutlicher festmachen kann? Ich habe es eben erwähnt, erstmal sich einen Einblick verschaffen und dann erstmal sehen, was wir uns in der Zeit auch erarbeiten können. Nächste Woche sind wir im Trainingslager, viele zwei Doppeleinheiten und dann schauen wir. Ich werde mit der Mannschaft sicherlich, das ist ein Prozess, Wege, Ziele erarbeiten, ja, dass wir einen Richtwert haben, wo wollen wir hin, wo stehen wir jetzt, dieser Ist-Zustand und wo wollen wir irgendwann hin, ja, was ist unsere Stufe, unsere Leiter, wie schnell die Prozesse gehen, weiß ich nicht, wie schnell die Jungs das adaptieren, aber es wird sicherlich intern für uns Ziele geben, ja, was ich unheimlich wichtig finde. Eine letzte Frage von Markus Krautberger. Ivo, du bist ja nicht an der Ankunft, du bist ein Co-Trainer dabei. Stellen Sie mal kurz vor, warum Slaven, warum, wieso das sein? Da muss ich auch ein bisschen weiter ausholen. Ich habe damals, wo ich meine Trainerscheine gemacht habe, und in Deutschland ist es ja so, dass man die Trainerscheine dann dazwischen ja trainieren muss, dann habe ich den A-Schein gemacht, den zweiten Schein, weil ich Jugendelite vorher gemacht habe. Und dann musst du ja, um den Fußballlehrer, was ja mein Ziel war, irgendwann zu machen, musst du ja mindestens U17 Bundesliga trainiert haben. Und da habe ich mich mit 8 Kandidaten unterhalten, wo der Posten als Co-Trainer, ja, besetzt wurde. Was mir wichtig war, das Fachliche, das Menschliche, auf diese zwei Säulen baue ich ein bisschen auf. Und nachdem, ich glaube, Slaven war der 4. oder 5. nachdem Slaven da war, habe ich am Anfang schon ein gutes Gefühl gehabt, bin von den 8 runter auf 3, mit denen habe ich mich nochmal zusammengesetzt und dann ist die Wahl auf Slaven gefallen, weil das Gefühl, das ähnliche Gefühl, was ich hier hatte, ja, das Fachliche, das Menschliche, dieses, wie wir uns ergänzen und so durch diese Arbeit 2 Jahre bei Bayern in der U17, wo wir uns wirklich eingespielt haben. Und du brauchst ja als Trainer irgendwo Leute, die dir irgendwo gewisse Sicherheit geben. Und das ist bei Slaven der Fall. Und das finde ich super. Und so ein Gefühl brauche ich, ähnlich wie hier. Und ja, schauen wir mal, was wir bewegen können. Aber ich bin guter Dinge. Darf ich mich bedanken? Der zweite Teil der Pressekonferenz bzw. die Einzelinterviews finden anschließend im Stadion statt. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.